Love Trademark. Das sagt schon alles aus. Fast zertrampelt. Nee, nicht nur fast. Autsch. Scheint es irgendwie festzustecken. Ach nee. Wie wäre es mit einem Perspektivwechsel? Ja, klar. Den nehmen wir. Okay. Okay. Das ist cool. Oh, und das waren wir. Sag ich ja. Sag ich ja. Und hier ist niemand mehr. Damit habe ich gerechnet irgendwie. Jetzt ist nur die Frage, was sagt unsere Arbeit, sobald wir nach 7 Jahren irgendwann viel zu spät ankommen? Sind wir doch direkt gefeuert? Ich weiß es nicht. Man muss ja mal probieren, ob man da hin kann. Ich würde sagen, das ist ein klares Nein. Gehen wir mit dem Strom. Achtung, für jedes zu späte Erscheinen am Arbeitsplatz wird Ihr Gehalt gemäß Ihrem Arbeitsvertrag gekürzt. Nicht, dass es mich wundern würde. Aber wir können die Scheiße hier nicht länger mitmachen. Das macht einen kaputt auf Dauer. Das merken wir jetzt schon und das liegt nicht nur an den Schulden. Die sind nur ein Teil des Problems. Zwar ein großer Teil, aber auch nur ein Teil. Einen neuen Meilenstein erreichen, okay. Machen wir das mal. Gehen wir lieber dahin. Wo wir nämlich scheinbar mehr Ressourcen erstmal. Dann gehen wir nach da. Nein, ich sagte schon nach da. Das war Absicht. Ich
Ich darf da gar nicht mehr weiter. Was ist das für ein Müll? Will aber. Na toll. Dürfen wir nach da weiter? Scheinbar auch nicht. Was ich echt kacke finde. Lass uns doch einfach. Aber okay, da halt nicht. Bauen wir halt nach oben. Klicken Sie doppelt auf ein Feld, um Ressourcen in diesem Bereich zu konzentrieren, okay? Extrahieren. Sekunde. Warten wir hier mal ein bisschen. Gut. Wir können Ihre Extraktoren jetzt verbessern. Okay. Haben wir mal gemacht. Und natürlich ist hier eine unsichtbare Wand, die hier auf der Seite scheinbar weitergeht als auf der. Das heißt... Okay. Und was ist, wenn wir das nicht durchbrechen wollen? Wir gehen woanders hin. Mich interessiert, was das hier macht. Aha, okay. Nein, werden wir nicht. Ah, okay. Ich will das nicht ausschalten. Eigentlich würde ich lieber Game Over gehen als das. Hm. Also das Teil kaputt machen will ich nicht. Okay, da geht's rüber. Aber das Teil scheint auch nichts anderes großartig zu machen. Aber ich vermute, wir werden einen negativen Report dafür bekommen, dass wir nicht das gemacht haben, was wir eigentlich hätten tun sollen. Okay, das Teil kommt zu uns. Ja, wir möchten bitte alle hier hoch. So. Zusätzliche Extraktoren erforderlich. Ah, okay, jetzt dürfen wir doch welche bauen. Scheinbar doch nicht, oder? Geht's doch? Ja. Oh, oh, okay. Das hier ist, glaube ich, nicht so super. Ich weiß, wir können dagegen vorgehen. In der Theorie zumindest. Nein, die sollen nicht alle dagegen.
Einfach außenrum, ganz genau. Jetzt müssen wir uns alle hier oben sammeln wieder. Ach, das geht auch wieder aus. Leute, könnt ihr nochmal dahin? Oh Gott. Wir brauchen mehr. Wir brauchen viel mehr. Okay. Vielleicht hätten wir doch gegen das Teil kämpfen sollen. Wäre wahrscheinlich klüger gewesen. Aber eventuell wollten wir das halt einfach nicht. Na, das reicht noch nicht. Ich sag da ganz klar nein. Das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht. Okay, vielleicht reicht es doch. Okay, kümmern wir uns mal darum, dass wir wieder nach oben kommen. Einfach nur nach oben. So, da kommt schon mehr. Ja, noch ein bisschen. Okay, viel fehlt nicht mehr. So 3, 4, 5 Stück kommen noch, glaube ich. Ja, jetzt noch einer, aber weiß nicht, ob wir den überhaupt brauchen. Okay. Wir haben es geschafft. Auch wenn jemand noch nicht weiß, ob ich das wollte. Okay, diesmal sind wir wenigstens nicht unter Wasser, sondern nur im Wasser. Aber es würde mich nicht wundern, wenn wir untergehen. Mal aufgeschreckt sehr. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Wir sind schon wach. Unbekannte Person. Hey, das klingt jetzt vielleicht verrückt, aber wollen wir uns vielleicht mal treffen? Falls du nicht weißt, wer ich bin. Ich sitze bei dir im Büro. Sorry, falsche Nummer. Vergiss die letzte Nachricht. Ich weiß nicht, ob wir die vergessen. Ah, immer noch nicht. Diesmal vergessen wir das Licht nicht. Da ist man schon in einem komplett anderen Mindset. Sobald man wenigstens ein bisschen Licht morgens hat. Aber gucken wir mal, wo das uns noch hinführt. So genau wissen wir das hier ja irgendwie nie. Wetten wir, jetzt ist gleich wieder die Arbeit direkt da.
Oder zumindest nicht weit weg. Guten Morgen, Sonnenschein. Ist das neue Make-up-Trend oder hast du ein paar heftige Augenringe? Bist du etwa die ganze Nacht aufgeblieben und hast Lip-Lop gespielt? Ja, na und? Nee, aber leider nicht. Wäre froh, wenn das der Grund wäre. Oh, das hättest du mir sagen sollen. Ich kenne ein paar gute Nachtlieder. Das hätte nicht geholfen. Also mal wieder so ein grauer Tag mit einer Chance auf Regen. Merkst du, dass sich etwas ändern muss? Ja, tue ich. Oh, die Arbeit ruft wieder. Kann ich vielleicht heute mitkommen? Ich werde für etwas Abwechslung sorgen. Nehmen wir dich mal mit. Rechnungen? Was sind Rechnungen? Ich würde sagen, für uns sind das Chancen. Das sind keine Rechnungen. Wie sieht es auf unserem Konto aus? Okay, da haben wir noch das Essen von gestern Abend. Können wir allerdings scheinbar nicht wegräumen. Ne, Müll haben wir da drüben auch noch liegen. Nehmen wir lieber den Schirm mit. Besser für uns. Draußen scheint schon wieder so schön die Sonne. Zumindest an einem Punkt. Wenn schon sonst nirgendwo. Ich höre da wieder dieses ungute Geräusch. Hier können wir immer noch nichts tun, okay. Ne, wir wollen das nur überprüft haben. Es soll nicht sein, wir hätten es nicht probiert. Mut hier drüben ist allerdings heute auch mal wieder nichts. Nein. Nicht direkt zumindest. Also rufen wir uns mal wieder einen Aufzug. So gesprächig wie ihr und die seid ihr. Aber hey, was sollen wir uns beschweren? Wir tun doch nichts anderes als ihr auch. Es gibt Level-Aufstiegsbonus. Ja, den muss man ja mal nutzen, ne? Sind wir schon bei 5200 Punkten. Bei 6000 gibt es ein Upgrade. Wir wissen, es wird eigentlich nur noch schlimmer, aber wie gesagt, eigentlich hilft's nichts, dass wir nicht reinschauen. Oder dass wir reinschauen, nur um es wieder zuzumachen. Wie gesagt, das lässt die Rechnung leider nicht verschwinden. Hier in der Ecke ist nichts, ne? Nee. Man weiß ja nie.
Hoffentlich wird heute nicht wieder ein Schmetterling geschreddert. Ich glaube, wir sind gerade auf dem Weg in die Bahn. Wahrscheinlich aber nicht Deutsche Bahn, denn sonst wäre die gar nicht da. Sind Sie einsam? Das Glück ist nur einen Klick entfernt. Scannen Sie diesen Bildschirm, um Love gratis herunterzuladen. Und danach wahrscheinlich eine Menge Geld zu zahlen. Mit Love werden Dates wieder wie früher. Deine Matches gehören automatisch dem jeweils anderen Geschlecht an. Du brauchst nicht mehr zu wählen. Wow. Sagen wir mal männlich. An der Stelle. Na, verlangt, dass du mit einem der folgenden Geschlechter... Achso, das zu einem... Ah, okay. Gut, Love entscheidet also auch, dass wir nur männlich oder weiblich sein können. Wow, das ist schon ein bisschen disgusting. Keine Matches, okay. Ach, oh, wenn ich jetzt Nein sage an der Stelle, indem ich hier drauf gehe. Du gefällst... Ach, wir gefallen denen allen nicht. Und wenn wir jetzt das mal sagen... Ah, okay. Schön, wie das hier hochgeht die ganze Zeit. Aber du gefällst niemand. Sagen wir mal Sandra ja. Bei Roof auch. Nochmal Roof. Okay, ich habe das Gefühl, die wiederholen sich. Passiert da aber überhaupt irgendwas? Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass das irgendwas getan hat. Wenn wir jetzt die ganze Zeit Nein klicken... Ups. Ja, war sein Zufall. Keine Matches gefunden.